Hallo Community, wir sind's von Trader Online Video Julian. Zach. Und ich, der Micha. Ja, wir unboxen uns durch die Challenger Decks 2021. Grün und Rot haben wir euch schon vorgestellt. Jetzt kommt die Mühlräuber, das schwarz-blaue Deck. Mit Verlosung, viel Spaß. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Da liegen sie. Das grüne und das rote Deck haben uns schon restlos überzeugt. Ja, auf jeden Fall. Denn das sind wirklich Decks, die sind geloadet mit Rares und Power, einfach um sie sich zu greifen und dann auf einem Standard-Turnier-Store-Event einfach alles zu reißen. Ja, genau. So in der Art, ne? Ja, also das sind wirklich Waffen, die sind mittlerweile, also von Rare-Kartenanzahl sind die die Bombe. Also das haben wir gezählt, 24 Rares? 26 oder? Und 23. Ja, Wahnsinn. Ja. Ne? Und wir werden uns damit auch duellieren, sowie auf Twitch, Trader Online, Video live, wie auch entsprechend, dass wir die Duelle nachher auf YouTube hochladen. Und es wird auch produzierte Duelle geben. Wir feiern das richtig. So, Jenna wird grün spielen. Du wirst rot spielen. Die haben wir auch schon vorgestellt. So, und ich werde diese beiden spielen. Ne? Bin ich schon sehr gespannt drauf. Wir fangen jetzt mal an mit Demio Räuber, haben wir gesagt. So, aber erstmal kommen wir mal zur Verlosung. Denn von Dragon Shield könnt ihr wie bei den anderen Unboxings auch entsprechend Hüllen gewinnen. Und hier haben wir Signeur Art Matt. Sleeves, Player's Choice. So, Dragon Shield ist ja ein renommierter, langjähriger, sehr guter Hüllenhersteller. Und die schaffen das auch wirklich, diese Printed Sleeves in mega Qualität hinzubekommen. Und da sind immer richtig coole Drachen drauf. So, hier haben wir dann diesen ganz düster, der passt ja zum Räuberdeck, ne? So ein ganz düsterer Drache. Ich habe mal aus deinem roten Agro-Deck hier, Kaltarm Agro, habe ich mal den Drachen der Goldbrücke mitgebracht. Um zu gucken, wie der Drache sich so in den Hüllen fühlt. Der passt da also gut rein, wie ihr seht. Ne? Und auch von der Rückseite ist alles komplett blickdicht. Also auch wenn ihr mit modalen Karten spielt oder so und den Imsleeve umtüten wollt oder so, das ist alles kein Problem. Sehr schön. Ja. Ne? Ihr nehmt an der Verlosung teil, wenn ihr den Kanal abonniert, das Video liked und kommentiert. Dann wünschen wir euch viel Glück. Aber jetzt geht's mal in mein Deck. Ja, also, mal gucken. Wie gesagt, die anderen haben mich schon total überzeugt, aber jetzt bin ich mir wirklich gespannt. So, was kann denn das schwarz-blaue Deck? Demio Räuber. So, anschleichen und vernichten. Fülle den Friedhof deiner Gegner und aktiviere die besonderen Fähigkeiten deiner Räuber. Versetze deinem Gegner dann mit mächtigen Legenden den Gnadenstoß. Ja, Räuber sind auch super. Sagt schon direkt, wie das Deck zu spielen ist. Ne? Spielfähiges Deck mit 60 Karten, Sideboard mit 15 Karten, 6 Hilfskarten und 5 doppelseitige Spielsteinkarten und eine Deckbox. So. Deswegen ja auch im roten Deck zum Beispiel die Sideboard-Karten, um so ein bisschen mit dem Friedhof irgendwie zu hantieren. Ne? Ja. So. Wir sehen, Magic verarbeitet weniger Papier. Weniger Plastik. Ja, genau. viel mehr Plastik, weniger Papier. Ne? Finden wir super. Nein, aber hier haben wir schon mal die Deckbox entsprechend drin. So, ja, da passt dann entsprechend das Deck nachher auch in Höhlen rein mit Sideboard. Hier haben wir deswegen noch so einen kleinen Platzhalter drin, so zum Ausstaffieren, dass es nicht hin und her rutscht. Und dann haben wir entsprechend das Deck, eine schöne Trennerkarte und das Sideboard. Und von Ränkel. Und man sieht auch entsprechend, da haben wir massig Platz, das passt also alles super rein. So, du kannst wieder die Rare-Karten mitzählen. Ne? Und dann wollen wir doch mal gucken. Räuber ist auch ein richtig starker Tribe. Ich hatte mir ja entsprechend aus Zendikar's Rising ein Räuberdeck gebaut. Ne? Ich hatte mir diverse Decks gebaut und das Räuberdeck war das stärkste. Ne? Ja. Also das hat einfach so stark ineinander gegriffen und deswegen denke ich auch wirklich, dass auch dieses Deck einfach seine Stärke ausfüllt. Wieder sehen wir gleich direkt bei der ersten Karte. Schwarzblütenräuberin. Für ein schwarzes, zwei beliebige Menschräuber, Stärke 2, Widerstandskraft 3, bedrohlich. Kreatur kann nicht geblockt werden, außer von 2 oder mehr Kreaturen. So, aber sie erhält plus 3 plus 0, solange sich 8 oder mehr Karten im Friedhof eines Gegners befinden. Das ist das. Wir wollen dann Friedhof des Gegners füllen und dann haben wir praktisch für 3 Mana einen 5-3er. Ne? Der ist dann schon kräftig. Aber ist, eine modale Karte. Das heißt, wir können es auch spielen als Schwarzblütenmoor. Kommt getappt ins Spiel und erzeugt uns ein schwarzes Mana. Ja. So. Zweimal dabei.
weiter. Guck mal, jetzt startet es nicht mit dem Rest, startet mit dem modularen Uncount-Karten jetzt gerade hier. Ja. Malakir Wiedergeburt für ein schwarzes Spontanzauber. Bestimme eine Kreatur deiner Wahl. Du verlierst 2 Lebenspunkte. Bis zum Ende des Zuges erhält jene Kreatur, wenn diese Kreatur stirbt, bringe sie unter der Kontrolle ihres Besitzers getappt ins Spiel zurück. So, ja, kann auch sehr stark sein. Da kommt schon die Rackel an. Und hier haben wir Malakir Schlammloch, kommt getappt ins Spiel und ein schwarzes Mana für Tappen. Sonst, nee. So, ja. Aber da ist sie. Mythic Rare. Ranke, Meister der Streiche, aus Eldraine, Mythic Rare. Hast du in deinem Deck damals auch gespielt, ne? Ja, genau. Ja, ist auch richtig gute Toolkarte, weil die kann einfach viel. Die passt sich an die Spielsituation unglaublich gut an. Für 4 Mana, 3 Dreier Feenwesenräuber, fliegend Eile. Ist soweit auch schon mal gut, ne? Ja. Aber immer wenn Rankel, Meister der Streiche, einem Spieler Kampfschaden zufügt, bestimme eines oder mehrere. Jeder Spieler wirft eine Karte ab. Das funktioniert auch bei dir, wenn man selber keine Karten mehr auf der Hand hat. Ist egal, ne? Ja. Dann muss man ja keine abwerfen. Jeder Spieler verliert einen Lebenspunkt und zieht eine Karte. Jeder Spieler opfert eine Kreatur. Mhm. So. Sehr gute Karte. Ja. Vollstreckerin der Diebesgilde. Für ein schwarzes Mana, Menschräuber 1-1, aufblitzen. Immer wenn die Vollstreckerin der Diebesgilde oder ein anderer Räuber, und wir haben ja nur Räuber, unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, mildt jeder Gegner 2 Karten. Damit machen wir den Friedhof voll. Solange sich 8 oder mehr Karten im Friedhof eines Gegners befinden, erhält die Vollstreckerin der Diebesgilde +2/+1 und hat Todesberührung. Todesberührung ist so stark. Ja, ja, ne, also ist eine richtig super Karte. Ja, und die ist auch einfach, pass auf, die ist jetzt hier 2-mal drin. Die bringt ja auch die Karten einfach in den Friedhof. Ja. 3-mal drin. 4-mal drin. Das ist eine super, ist eine super Rare-Karte. Ne? Mhm. Vor allem, ist super die ist auch nicht legendär. Wenn die 2-mal liegt, dann passiert der Effekt da doppelt. Ne? Ja. Also, so. Ventress Gargoyle. Wir spielen ja ein schwarz-blaues Deck. So, für ein blaues und beliebiges. Eine Artefakt-Kreatur Gargoyle. Stärke 5, Widerstandskraft 4. Fliegend. Der Ventress Gargoyle kann nicht angreifen, es sei denn, im Friedhof des verteidigenden Spielers befinden sich 7 oder mehr Karten. Da kriegt man aber relativ schnell hin. Das stimmt, ja. Der Ventress Gargoyle kann nicht blocken, es sei denn, du hast 4 oder mehr Karten auf deiner Hand. Und für Tappen, jeder Spieler legt die oberste Karte seiner Bibliothek auf seinen Friedhof. So, anfangs, wenn wir den früh haben, ne, dann haben wir ja noch Karten auf der Hand. Ja. Kann er als 5-4er mal schön blocken. Er kann selber den Friedhof befüllen, was ja auch gut ist. Und wenn wir sagen, so jetzt geht mal auf Attacke, dann muss er nicht mehr blocken, dann soll er angreifen gehen. Ne? Richtig, ja. Finde ich auch eine richtig gute Karte. Kann ist, wirklich sehr stark ist sein. Ist aber kein Räuber, ist nur ein Gargoyle. Oh, auch für 5 Mana einfach direkt schon so ein Brett, ist sehr stark. Ja. Und die kann man auch nicht so schnell wegschießen, der hat 4 hinten. Ne? 2-mal drin, 3-mal drin, 3-mal drin. Oh, meine Lieblingskarte, der Räuber, muss ich ganz ehrlich sagen, Vampirräuber, finde ich super Karte, spiele ich in meinem Räuberdeck auch, Nachtschwärmerplünderer. Und man kommt halt einfach ran, also weil die Karte ist ja im Deck drin, ne? Also sprich, man kauft sich das Challenger-Deck und zack, hast du den Nachtschwärmerplünderer. Wir gucken gleich mal, wie oft er da drin ist. Ja. Für 2 Schwarze ein beliebiges, Vampirräuber, 1+ Sternchen als Stärke und Widerstandskraft 3. So, fliegend, Todesberührung, Lebensverknüpfung, finde ich schon mal super. Für drei Mana. Ne? So. Die Stärke des Nachtschwärmerplünderers ist +1 der Anzahl an Kartentypen in den Friedhöfen deiner Gegner. Karten in Friedhöfen haben nur die Eigenschaften ihrer Vorderseite. Ne? So, entsprechend. Also, sprich, wir zählen, was haben wir? Wir haben eine Hexerei oder wir haben einen Spontanzauber, eine Kreatur oder ein Artefakt, ein Land. Ja, ne? So, genau. Und wir machen den gegnerischen Friedhof ja voll. Also, er wird nochmal stärker entsprechend und gerade auch nochmal mit der Lebensverknüpfung macht das nochmal, ist das einfach nochmal besser. Ne? Also, verständlich. Ich finde die Karte richtig gut. Ne? Und das ist auch so ein Trumpf gegen das rote Deck, wenn du das immer nur am Boden angreift, dann greifst du auch über die Luft zurück, kriegst aber Lebenspunkte zurück. Ja? Finde ich nicht gut. Ja, das ist eine Karte, die muss das rote Deck dann wegschießen. So, wie oft ist er dann drin? Es ist 2-mal, 3-mal, feier das total. 3-mal drin. Super Karte. So, spiele ich auch immer im Räuberdeck. Ja, das ist einfach eine super starke Räuberkarte. Ja, Zaret Zahn, der Trickser. Für ein schwarzes, ein blaues und 3. Mehrfachräuber, legendär. 4-4.
mit Aufblitzen. Kannst also jederzeit als Spontanzauber Zug da reinflashen. Ne? So, für Schwarz, Blau und 2. Bringe einen ungeblockten angreifenden Räuber, den du kontrollierst, auf die Hand seines Besitzers zurück. Bringe Zaret Zaan, den Trickster, aus deiner Hand getappt und angreifend ins Spiel. Da kannst du also auch, ne, entsprechend einfach den, ja, so einfach nochmal günstig ins Spiel reinbringen, nachdem das Blocken schon irgendwie geklärt ist oder so. Wenn da eine Kreatur durchkam, sagst du, hier kommt zack oder ganz egal. Ja. Also kannst einfach rumtricksen. Ne? Deswegen ist der Trickser. Immer wenn Zaret Zaan, der Trickster, einem Spieler Kampfschaden zufügt, kannst du eine bleibende Karte deiner Wahl aus dem Friedhof des Spielers unter deiner Kontrolle ins Spiel bringen. Boom. Das ist auch eine super starke Fähigkeit. Das ist eine mega böse Fähigkeit, weil der kommt ja total überraschend. Ja, ne? Genau. So. Ja. Also eigentlich sollte man den immer so spielen, dass er diesen Effekt auch macht. Ja. Ne? Definitiv. Weil das macht die Karte dann einfach nochmal doppelt gut. So. Und deswegen ist der auch zweimal drin. Wir haben ja schon gesehen, guck mal, dreimal ist er drin. Ne? Kriegst du einen Schiss bei dem Schatzbauernex? Ja. Tempel der Täuschung. Kommt getappt ins Spiel. Wenn er ins Spiel kommt, wende Hellsicht 1 an. Können wir uns die oberste Karte der Bibliothek anschauen und entscheiden, ob wir so oben drauf liegen lassen oder unten drunter legen. Und wir tappen schwarzes oder blaues Mana. So, Tempel ist zweimal dabei, dreimal dabei, viermal dabei. Da haben wir also mit dem Multicolored auch schon mal gutes Mana-Fixing. Und auch zum weiteren Deckbau viermal Tempel der Täuschung drin, ne? So, ja. Ist auch ein super Tempel, also muss man ja auch nochmal sagen. Ne? Also wie gesagt, du kannst damit ja entsprechend auch weitergehen. Dann haben wir hier Inseln und Sümpfe. So, und weiter geht's mit dem Mana-Fixing. Die tristen Gewässer geben uns entsprechend, kommen getappt ins Spiel. Wir bekommen einen Lebenspunkt, wenn sie ins Spiel kommen. Und wir tappen dann blau oder schwarzes Mana. So. Und schön viermal dabei. Wunderbar. So, auch eine sehr starke Ankamkarte. Mehrvolk Windräuber für ein blaues. Ist natürlich ein Räuber, ne? Ja. Ganz klar. Spiele ich natürlich auch in meinem Räuberdeck. Logisch. Ne? Was? Ja. Ne? 1-1 fliegend. Immer wenn der Mehrvolk Windräuber einem Spieler Kampfschaden zufügt, mildert der Spieler eine Karte. Immer schön den Friedhof voll machen. Ne? So. Opfere den Mehrvolk Windräuber, ziehe eine Karte. Aktiviere die Fähigkeit nur, falls ein Gegner 8 oder mehr Karten in seinem Friedhof hat. No, wenn er sagt, er hat seinen Lebenszweck erfüllt, in Anführungsstrichen, dann kannst du ihn wegopfern, um was Stärkeres zu ziehen. Ne? Kannst ihn auch blocken und dann halt darauf reagieren und ihn opfern. Ja. Zum Beispiel. Oder du kannst ihn auch dann wegopfern, irgendwie, wenn du ihn wegschießen willst. Irgendwie, und der Gegner ihn wegschießen will und dann sagen kannst, nö, dann opfer ich lieber vorher. So, der wird doch auch viermal drin sein, oder? Ja, das wusste ich doch. Viermal drin. Superkarte. Mhm. Der darf natürlich nicht fehlen, der ist sehr wichtig. Ja, also das ist praktisch der Räuber für das blau-schwarze Räuberdeck. Geniale Karte. Schwarz-blau, fliegender Gedanken, lieben Menschräuber, Stärke 1, Widerstandskraft 3, aufblitzen, kannst also jederzeit reinflashen, fliegend. Solange sich 8 oder mehr Karten im Friedhof eines Gegners befinden, erhalten Räuber, die du kontrollierst, plus 1, plus 0, der Räuberlord. Er selber verstärkt sich entsprechend auch, ist ja auch ein Räuber. Immer wenn ein oder mehr Räuber, die du kontrollierst, angreifen, mildt jeder Gegner 2 Karten. Ja. Das kann sogar zu einer alternativen Win-Condition führen, dass wir den Gegner vielleicht sogar decktot bekommen. Aber wir wollen ja auch entsprechend Schaden machen. Ne? Mhm. So, der ist doch bestimmt auch viermal drin, wa? Ja, hoffentlich. Dreimal drin, viermal drin, ja, auch eine super Karte. Also wie gesagt, ihr kriegt einfach Waffen an die Hand. Die Decks sind so gut. Spitze. Ja, stimmt. So, auch eine richtig gute Karte. Im See ertrinken. Schwarz-Blau ist sowieso eine mega böse Kombination. Ne? So, Spontanzauber. Bestimme eines. Neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl mit umgewandelten Mana-Kosten kleiner oder gleich der Anzahl an Karten im Friedhof seines Beherrschers. Das passt in das Deck wie die Faust aufs Auge. Ja, ne? Das stimmt. Das einfach, passt wirklich sehr gut. Wenn du dann da dein Mega-Spell sprechen willst, sagst du, nö. Ja. Ne? So. Gemein. Oder zerstöre eine Kreatur deiner Wahl mit umgewandelten Mana-Kosten kleiner oder gleich der Anzahl an Karten im Friedhof ihres Beherrschers. Also immer schön Friedhof voll machen und dann einfach alles im See ertrinken lassen. Ja. So, zweimal drin, dreimal drin, viermal drin. Uah. Stark. Ja, ne? Ist halt ein bisschen tricksiger, aber ja. So. Durst des Blutabsehers ist auch eine super Karte. So, für ein schwarzes Mana-Hexerei. Bonuskosten. Von einem schwarzen und 2 beliebigen. So, ne? Du kannst also zusätzlich nochmal 3 Mana bezahlen, wenn du diesen Zauberspruch wirkst. Zerstöre eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl mit umgewandelten Mana-Kosten von 2 oder weniger. Falls die Bonuskosten dieses Zauberspruchs bezahlt wurden, zerstöre stattdessen eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl. Ja. Ne? Also einfach hier, auch Planeswalker-Removal ist auch mal eine gute Sache. Gut, dass es im Mainboard drin ist. Ne? Ja. Dann kannst du unter grün den Gauk schön brav wegschießen. So, und der ist hier zweimal dabei. Eliminieren.
Für ein schwarzes, ein beliebiges Spontanzauber zerstöre eine Kreatur oder ein Planeswalker deiner Wahl mit unmodelltem Mana-Kost von 3 oder weniger. Ist auch gut. Ja. Ja, zweimal drin. Und herzloser Akt darf auch nicht fehlen. Ja, klar. Für ein schwarz am liebiges Spontanzauber bestimme eines, zerstöre eine Kreatur deiner Wahl, auf der keine Marke liegt. Entferne bis zu 3 Marken von einer Kreatur deiner Wahl. Und ja, den haben wir zweimal drin. Also da nochmal gutes Removal schon auch im Deck mit drin. Stimmt, ja. Aber wir haben ja noch das Sideboard. Genau. Ja. Also ich freue mich auf das Deck. Also ich habe schon Erfahrung mit Räuberdecks. Ich kenne schon die Stärke des Räuberdecks. Du findest das ganz toll. Gerade, ja, gerade weil auch mit dem fliegenden Live-Gain und so. Und dieses, den Friedhof befüllen und die Räuber werden dann so unglaublich stark. Mhm. Ne, die gehen dann einfach hoch. Und auch gerade, dass die Räuber nochmal plus 1, plus 0 bekommen im Endeffekt. Du hast ja mehrere Räuber. Ja. Das macht dann schon Druck. Ja, also. Und die kann man nicht alle wegschießen. Das geht nicht, weißt du? Ah, wer weiß, wir werden sehen, okay? So. Mehr countern. Ne? Das sind jetzt Sideboard-Karten, sind ja entsprechend, um uns mal auf das Deck des Gegners einzustellen. Wenn wir merken, wir kommen damit Aggro nicht gegen, wir müssen einfach ein paar irgendwelche Sprüche, die wir nicht handeln können, müssen wir einfach countern. Ne? Können wir entsprechend hier negieren für ein blaues, ein beliebiges Spontanzauber, neutralisiere einen Nicht-Kreatur-Zauberspruch deiner Wahl. Ja. Ne? Um einfach uns dagegen abzusichern. Das ist zweimal drin. In die Geschichte eintauchen. Für 7 Mana. 2 blaue und 5 Spontanzauber. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken 3 weniger, falls sich 7 oder mehr Karten im Friedhof eines Gegners befinden. Passt ja ins Deck. Zieht uns dann 4 Karten. Ja. Wenn wir einfach merken, wir brauchen noch mehr Kartenvorteil. Wir müssen irgendwie über Kartenvorteil gehen. Zweimal dabei. Verseuchender Dunst. Für 2 schwarze, ein beliebiges. Hexerei. Bestimme eines. Alle Kreaturen erhalten -2/-2 bis zum Ende des Zuges. Entferne 2 Loyalitätsmarken von jedem Planeswalker. -2/-2 und das ganze rote Deck ist weg. Ja, das ist, deswegen ist das eine Sideboard-Karte. Um schon zu sagen, so erstmal schon mal die erste Angriffswelle einfach mal vernichten mit einem Spruch, ne? Ja. So. Zweimal dabei. Schmerzvolle Reue. Für schwarz und beliebige Hexerei. Ein Gegner deiner Wahl zeigt die Karten auf seiner Hand offen vor. Du bestimmst davon eine Nicht-Landkarte oder eine Karte auf seinem Friedhof. Schicke die bestimmte Karte ins Exil und du verlierst einen Lebenspunkt. Dann nehmen wir die Bedrohung einfach weg. Ja. Und wir wissen, was der Gegner auf der Hand hat. Das ist ja auch nochmal wichtig, ne? Das stimmt, ja. So. An Staubklammern für ein schwarzes Spontanzauber. Schicke eine Karte deiner Wahl aus einem Friedhof ins Exil. Falls es eine Kreaturenkarte war, erhältst du 3 Lebenspunkte dazu. Andernfalls ziehst du eine Karte. Einfach, um da irgendwie nochmal mit dem Graveyard-Gefummel zu stoppen. Befreiung. Schicke für 4 Mana. Schicke 5 andere Karten aus deinem Friedhof ins Exil. Du kannst die Karte aus deinem Friedhof für ihre Befreiungskosten legen. Also könntest du sie dann praktisch nochmal sprechen. Ja. Auch eine gute Fähigkeit, Befreiung. Oh, gut, ja. Dreimal drin. Nochmal Durst des Bluthäuptlings. Wenn wir einfach merken, wir müssen da nochmal mehr Removal reinnehmen. Ja, ist das schon. Ja. Einmal, okay. Und Zwang. Auch ein Klassiker. Für ein schwarzes Mana, Hexerei, ein Gegner deiner Wahl zeigt die Karten auf seiner Hand offen vor. Du bestimmst davon eine Karte, die weder Kreatur noch Land ist. Der Spieler wirft die bestimmte Karte ab. Also jetzt ziehst du halt auch nochmal die Hand. Ne? Mhm. Ja, und du kannst zum Beispiel einfach sowas wegnehmen, wie den Direct Damage Spell oder sonst irgendwas, der dir deine Kreatur, die du brauchst, wegschießen würde und nimmst einfach das Removal weg oder so. Oder du nimmst den Counter Spell weg oder irgendwas. Ne? Ja. So, da kannst du ein bisschen sich praktisch nach dem ersten Matchup dann angleichen. Wo du sagen willst, oh, was, womit kam ich denn nicht klar? Was hat mich denn gestört? Ja. So, dann haben wir noch Tokens, Feenwesenräuber, coole Feenwesenräuber-Token. Ne? Hier nochmal die Ausfüllkarten für modale Karten, wenn ihr die nicht umsleeven wollt. Und wir haben natürlich auch nochmal coole Goblin-Räuber. Ja, das zu dem Deck. Ich find's cool. Oh, sehr stark. Ah. Ne? Ja, das ist einfach, wie gesagt, es loaded mit Rares. Es ist ein richtig cooles Deckthema. Man hat ja, wir haben ja 4 unterschiedliche Deckthemen. Man greift sich so das, was praktisch von der Spielweise am besten zu einem passt. Insofern habe ich auch kein Problem damit, das Deck jetzt zu zocken oder so. Ja. Und wir werden dann ja in den Duellen sehen, wie die gegeneinander laufen. Aber es wird definitiv mega Bock machen. Ja, es ist halt einfach richtig harte Duelle. Zack, direkt fertig, müssen sich keine Gedanken machen. Und Decks können halt wirklich was. Sie sind straightforward gebaut. Super. Ja, auch sehr stark, ja. Schreibt mal eure Feelings in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, das Video, wie auch das Deck, gebt gerne ein Like. Ja, und dem Kanal gerne ein Abo. Ne? Und schaut gerne mal nach, was wir sonst so auf YouTube treiben. Da haben wir noch viele andere Videos von Unboxings, über Deckbau-Videos, über Duell-Videos und. Ja, und auf Twitch könnt ihr uns auch live sehen. Immer sonntags ab 14 Uhr auf Trader Online Video. Ja, genau. Aber jetzt
gehen wir raus und sehen uns beim letzten Unboxing, dem blau-weißen Deck. Alles klar, bis dann. Tschüss.